Das ist nicht gut. Hey! Brad! Captain? Wie hast du mich gefunden? Danke für die 200 Bits. Ah, hi. Sind alle okay? Ich hasse alles in meinem Leben. Wieso kriegst du eigentlich immer die interessanten Stellen? Ach na, super. Ging mir nie besser. Du nicht? Ja, bloß nicht die Sache mit diesem verdammten Höhlenschiff, auf dem wir abgeschnitten von der Welt herumirren. Ja, dumme Frage. Was soll die Gasmaske? Hab ich in einem Spind gefunden. Dachte, ist nützlich, aber ich weiß nicht. Wir sollten hier weg. Oh mein Gott, ich bin so froh, nicht mehr allein zu sein. Ich hatte so Stress. Bei mir war echt entspannt, wieder mal. Okay. Boah, nee. Jetzt haben wir uns definitiv verirrt. Ich hatte so Angst. So ein Riesenschiff hat viele Gänge. Wir müssen wohl alle absuchen, um einen verdammten Weg rauszufinden. Also, ich bin gerade im Überlegen, aber wir hatten ja letztens ausgemacht. Wow. Das ist wohl das Letzte, was man erleben will auf einem Schiff. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns nicht erzählen, was wir erlebt haben, ne? Ja, ja. Genau. Und auch nicht, was wir für Befürchtungen haben. Ja, ich habe aber dich getroffen, glaube ich, einmal. Du hast mich getroffen? Ja. Echt? Mhm. Wie? Ich hab dich einmal gesehen. Oh, krass. Wow. Dankeschön, Bloody Life. 18 Monate. Dankeschön, dankeschön. Weiter runter geht es wohl nicht. Das muss die Antriebswelle sein. Bereit? Ja. Wäre es nicht also ist nicht Ziehen von oben schwerer? Da geht es wohl raus. Wahrscheinlich. Wäre es nicht sinnvoller, dass die stärkere Person die Räuberleiter gibt? Vielleicht ist sie ja die stärkere Person. True. Ich habe hier noch was gesehen, Mathe. Ja. Oh, hier ist eine kaputte Leiter. Hätte ja gern, du weißt schon, die perfekte Waffe Es muss einen Weg an Deck geben. Ach echt, Sherlock? Sehr witzig, Fliss. Was ist da? Da liegt sowas Abgerissenes am Boden. Also am meisten wahnsinnig macht mich einfach, dass wir die ganze Zeit barfuß sind. Ja, das hatte ich eben auch schon ein paar Mal gesagt. Verdammt. Wir müssen da ganz rauf, stimmt's? Das klingt vertrauenserweckend, diese Treppen hochzuklettern. Leitern. Ja, das geht ja auch nicht, weil... kaputt ist, ne? Also ich kann jetzt hier noch was machen? Mhm. Wieder runter, oder? Kommen wir nicht aus dem Loch? Ja, ja. Hab schon. Hey, Brad, schau mal. Nee, ja? nee, wir kommen aus einem anderen Loch. Die Leiter. Ha! Hinter uns. Ja, der Kurator. Das ist der Kurator, glaube ich, ne? Ich gehe. Nein, ich sollte wirklich gehen. Hey, Kumpel, ich hab doch gesagt, ich mach das. Also steh mir nicht im Weg und lass diese Lady ihr Ding machen. Okay, liebe Lady. Das ist zu deinem Besten. Hey, Fliss, alles klar? Ja, klar. Und bei dir? Na toll. Das bringt uns jetzt echt weiter. Verdammt. Schon okay. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Ich sehe mich hier um. Da muss es was geben. Ich will nicht wieder allein sein. Kann ich hier nicht weitergehen? Nee. Also ich habe eine Leiter gefunden.
Ich will nicht wieder allein sein. Nö, auch nichts. Allein, allein. Nein, hör auf. Allein, allein. Ich hab so viel Stress. Du bist allein. Nein, nein. Oh. Ah! Bruder! Nein, 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 nein! Komm schon! Du musst da raus! Hast du die kaputte Schaufel? Benutz die! Brich das Gitter auf! Schnell, das Wasser steigt! Okay. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Hol doch die Schaufel, Junge! Hier rumreißen bringt nichts. Hol die Schaufel! Scheiße, Brad! Brad ist klemmt! Na los! Tu doch was! Wieso geht der denn nicht los? Bin gleich zurück! Das war's komplett. Ja, was soll ich denn machen? Er macht nicht weiter! Junge, mach doch! Ich kann halt nichts tun. Hol mich hier raus! Schlag das Schloss auf! Ich bin doch so ein Scharnier irgendwie. Ja. Komm schon. Ich sterbe. Was? Ich verstehe. Oh, ich konnte halt nicht schneller irgendwas machen. Also es ging nicht. Ich glaube, ich habe dir den falschen Command gegeben. Ja, du hast gesagt, das Schloss, ne? Und ich habe einmal das Schloss und einmal das Scharnier. Und das Scharnier ist aufgegangen, aber danach konnte ich nichts mehr tun. Aber auch, hast auch Probleme. Ja, ah, nee. Ich komm hoch. Ja, schade. Also, ich find's unangenehm. Wieso? Ich lass sie doch nicht sterben. Ich hab doch nichts gemacht. Lass sie doch nicht sterben. Ich sonst wär's andersrum gewesen. Du wärst unten gewesen und dann wärst du verreckt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, da sind die neueren Teile... Ich würde ganz kurz Pause drücken, wenn ich darf. Ja, okay. Ich finde, da sind die neueren Teile insofern besser, weil in solchen Action-Szenen du nicht so lang daneben sitzt und dir denkst, Alter, ich will doch einfach nur was machen, aber das Spiel einfach nichts machen lässt. Wir haben ja gerade so viel Zeit einfach nur verloren, weil du nichts drücken kannst und der Charakter pimmelt da rum und du denkst nur so, Alter, beweg doch deinen Arsch. So. Und das macht einen richtig aggressiv. Ich würde ganz schnell Pipi machen gehen, deswegen habe ich kurz Pause gedrückt. Damit wir jetzt hier, was? Ach komm, du warst doch auch schon. Ja, dann los. Mann. Ja, ich muss auch sagen, also man spielt schon einen Unterschied zwischen House of Ashes und jetzt Man of Medan. Auch so von der Kameraführung und so. Ich finde es ultra clunky. Also jetzt im direkten Vergleich, ne? Finde ich es ultra clunky jetzt. Aber ich finde hier zum Beispiel die Story viel interessanter. The House of Ashes, ich sag das immer, ne? Ich muss mich mal dran gewöhnen, dass ich Ashes sage. Fand ich die Story zum Beispiel nicht so prickelnd. Also auch so diese Beziehung da und so, und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Also ich fand hier das jetzt interessanter bisher, aber bei House of Ashes ist es spielerisch cooler gemacht. So. Aber vielleicht ist dann der vierte Teil perfekt. Ne? So. So. Ach ja, übrigens hatte ich ja gestern, das interessiert jetzt wahrscheinlich die Leute bei Shoyoka nicht so, aber ich habe gestern mit der Vanguard-Kampagne angefangen, also Call of Duty.
Und da ging es so ein bisschen um die Hakenkreuze, dass man die ja nicht zeigen darf. Und wir haben jetzt extra nochmal uns vergewissert, seit 2 Jahren darf man in Spielen und in Filmen aus künstlerischer Herkunft sozusagen verbotene Zeichen zeigen. Und somit also auch im Stream. Also nochmal hinterhergeworfen. Da werde ich morgen übrigens weitermachen. So. Nein, ich versuche gerade gar nicht Zeit zu schinden. Ich habe Angst. Du musst keine Angst haben. Aber mein Rücken ist nass und ich habe Angst. Dein Rücken ist ständig nass. Ach ja. So. Der Gruselfaktor kriegt hier auch wesentlich besser. Das stimmt. Dann hättest du das VOD nicht löschen müssen. Ich hab's gar nicht gelöscht. Ich bin wieder da. Jo, ich bin schon längst bereit. Gönnung. Danke für die Cola, by the way. Bitte sehr. Brauchst du noch was? Soll ich nochmal aufstehen? Nee. Nein. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein Eis will, aber ich glaube, ich will keinen. Bitte was? Ich habe kurz überlegt, ob ich ein Eis möchte, aber ich glaube, ich möchte keinen. Soll ich dir schnell eins holen? Ich hole dir gerne noch ein Eis. Willst du noch ein Eis haben? Ich glaube, wir haben gar keins mehr, oder? Soll ich gucken gehen? Ich gucke gerne nach für dich. Ich guck nach. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, hier ist da gerade ein bisschen. Also, ja, es gibt hier 1-2 Jumpscares, aber ich finde es jetzt nicht so mega schlimm. Also, was ich schlimm fand, war Visage und Outlast. Das waren richtig schlimme Sachen für mich. Aber hier geht es eigentlich voll. Hier wird es nicht angezeigt oder ich bin zu blind. Also ich hab's nicht gelöscht. Das ist doch das letzte Maß Eis für dich. Ja, danke schön. Möchtest du noch was? Können wir jetzt weiter spielen, bitte? 3-Gänge-Menü. Machst du mir eins? Wenn du möchtest, jetzt, ja, klar. So. Oh. Weiter geht's. Ich hab so Angst, weiter zu spielen. Dankeschön, Daniel, für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön, Lucy, und dankeschön, Daniel, für noch eins. Drück drauf. Ich hab so Angst. Ach Quatsch. Das Spiel stresst mich richtig. So, jetzt gibt's das mal. Nicht schon wieder im Wasser. Die Nase ist nicht im Wasser. Ich hasse Wasserszenen. Oh weia. No. Hatte ich schon das Vergnügen gehabt. Oh mein Gott, was? Ihre Abfahrt. Die Entscheidung. Hilf mir. Gegen was hast du gerade gekämpft? Das war der Asiate von der Gruppe. Echt? Mhm. Bei mir hast du dich selbst erwürgt. Hä? Also du hast gegen dich selbst gekämpft. Hä? Was? Bist du... Oh mein Gott. Okay.
Danke. Das wär's gewesen. Ich fass es nicht. Du hast ihn. Hast du ihn selber getötet? Du hast ihn getötet. Nein. Oh, der lebt noch. Siehst du den? Ja. Komm schon! Aber... Weg hier! Aber ja... Wir sind von der Flying Dutchman, jo. Mein Herz kann das nicht. Nein, ich will nicht schon wieder... Nein. Wer bist du? Mein kleiner Bruder. Okay, dann mute ich mich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nicht. Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Conrad, hey! Ich bin's! Du bist ja kreidebleich, Mann! Was machst du denn? Conrad! Tja, das geht nicht. Alles gut? Sorry, falschen Knopf gedrückt. Okay. Kalle glaubt jetzt also, dass wir... Kalle sieht uns, halluziniert jetzt gerade. Das heißt, wir sehen jetzt gerade aus wie ein Arschloch. Und das heißt, wir müssen jetzt unfassbar vorsichtig sein, wie wir mit unserem Charakter spielen, weil wir nicht wissen, das ist kein gutes Zeichen, wie viele uns für ein Arschloch halten. Und ich will mich nicht abstechen lassen. Wasseraufbereitung. Und Gold? Versenden geheim, Inhalt, Fracht, unbekannt, geheim. Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehafen für sicher befunden wurde. Die Fracht ist keine Schmuggelware und darf nach den Gesetzen des Empfängerlandes dort offiziell eingeführt werden. Da bin ich mir nicht so sicher. Sämtliche Fracht wird korrekt verstaut und gekennzeichnet, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffs als auch wie in den Frachtunterlagen für das Schiff laut internationalem Frachtgesetz festgehalten. Okay. MP-Bericht Nummer... Um ca. 1.05 alarmierte mich das Küchenpersonal wegen einer Auseinandersetzung in der Messe. Als ich nur Momente später in der Messe eintraf, fand ich eine johlende Menge vor, die zwei Männer in der Mitte des Raumes anfeuerte. Ich zerstreute die Menge und begann mit der Untersuchung. Bei den Streitigen in der Mitte handelte es sich um PFC Brand, der mit blutigem Gesicht am Boden lag, und dem Private Wagner, der mit blutigen Fäusten über ihm stand. Als ich mich den beiden näherte, drehte sich Wagner zu mir um und schlug nach mir und Brent. Einige der Anwesenden halfen mir, Wagner festzuhalten, und ich nahm Wagner noch vor Ort fest. Derzeit wacht Sergeant Wood über ihn. Keiner der Beteiligten ist zuvor aufgefallen. Keiner der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss. Laut Zeugen vor Ort sind die Beteiligten befreundet, und dieses Verhalten ist absolut untypisch für sie. Dieser Bericht fällt kurz aus, da ich um 1.30 erneut gerufen wurde, um einen weiteren, deutlich gewalttätigeren Vorfall an Bord zu untersuchen. Eine genaue Untersuchung folgt natürlich. Ist okay, das heißt, es hat slowly begonnen. Und dann haben die angefangen, sich alle gegenseitig umzubringen, wie es mir scheint.
Mann, ich will nicht schon wieder allein sein. Ah, ist das nicht das Ding, das wir damals auch nicht aufbekommen hatten? Hier muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Okay. Finden wir hier eine Leiche? Kalle hatte den Schlüssel doch gefunden. Oh, oder wir haben hier noch mal. Für den Safe ist? Tja, ich weiß wohl eher, wie man Schlüssel wo reinsteckt. Was soll ich sagen? Zusammenfassung. Manchurai Gold, Test 6. Eigentum des US-Wissenschaftskorps vertraulich. Studie zur Wirkung der als Manchurai Gold bezeichneten Chemikalie auf Menschen. Chemikalie wurde in Form von Kristallstaub an Versuchspersonen A, B, C, D und E verabreicht. Freiwillige wurden vom Basiskommandanten zur Verfügung gestellt. Test erfolgreich. Resultate stimmen mit den Berichten über Tierversuche in den mitgelieferten Akten überein. Vollständiger Bericht folgt. Empfehle weitere Studien zum Reizreaktionsverhältnis bei Testpersonen unter Einfluss der Chemikalie. Hinweis: Letzte Testergebnisse widersprechen nicht den Ergebnissen von Manchurai Gold Test 6, Test 4 und Manchurai Gold Test 5. Die Chemikalie darf unter keinen Umständen Flüssigkeiten, großer Hitze oder Elektrizität ausgesetzt werden. Vollständiger Bericht folgt. Okay. Richtiger Chemikalien. Zu dumm. Okay, und das heißt, die Probanden in den Leichen waren wahrscheinlich die Testpersonen. Und dann ist der Blitz eingeschlagen und Wasser kam zu. Und deswegen wurde die Chemikalie freigesetzt. Scheiße. Geht's nicht weiter. Wie unlucky einfach. Okay, der will hier nicht raus. Note 1, Pia setzen. Ja, ich find's. Also, mir macht dieses Rätseln Spaß, aber ich würde gern weniger rätseln müssen gerade. Also ich wäre gern gerade lieber mit Kalle am Shit-Talken. Damit würde ich mich echt wohler fühlen. Mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht! Ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Da waren wir auch schon drin, oder? Ja. Ich habe mich verlaufen. Da waren wir auch schon. Aber hier noch nicht. Walt, du bist heute dran mit William zu Abend zu essen. Es tut mir echt leid, war gestern schon wieder besoffen und hat endlos über seine Frau geredet, der Ärmste. Er gibt sich selbst die Schuld. Es ist nicht leicht, aber ich finde, seine Offiziere sollten ihm jetzt beistehen. Passt dir 20 Uhr, MFG Tom. Conrad? Das klingt gar nicht gut. Ich hab gar nichts gehört gerade. Hey, ich bin's. Hey Mann, ich bin Bradley. Alles okay. Der Kurator ist da, Kalle. Siehst du den Kurator? Der Kurator ist da. Bitte sag mir, dass du es siehst. Thank you.
verkackt. Ja, der Kurator ist im Hintergrund. Das heißt. Fuck. Ich bin's. Ich, Brad! Das heißt, es sind Schlüsselentscheidungen. Lass mich rein, Mann! Lass mich rein! Ich wollte ihn halt auf gar keinen Fall einholen. Deswegen habe ich versucht, absichtlich zu stolpern jetzt beim zweiten Mal. Aber jetzt holen wir ihn, glaube ich, ein. Oh, Leute, ist das das, wo Kalle mich schon mal erschossen hat? Das Spiel glitscht so ein bisschen, ne? Ein bisschen sehr. Es ist ein bisschen unangenehm, dass das so am Glitschen ist. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht weggehen. Ich konnte halt nichts machen. Ich konnte nur reden. Ich konnte nicht zurückgehen oder ich hätte was sagen können, aber das hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Was soll ich denn machen? Also ich kann nicht rückwärts gehen oder irgendwas in die Richtung. Das ging nicht. Hallo. Bist du gerade gesprungen? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn, Prinzessin? Du musst echt lernen, Halluzinationen zu erkennen, Kalle. Sorry. Ich weiß nicht, was drücken soll. Bin okay. Bin ich schon noch am Arm? Mein Charakter killt überhaupt niemanden. Ich kill Kalle nicht. Das ist nicht meine Schuld. Was soll ich denn in dem Moment machen? Du musst lauter reden, man hört dich fast nicht.
Ach, hör auf zu sammeln. Nein, man hört dich wirklich nicht. Ja, das ist ja auch nicht mein Problem. Wie, das ist nicht dein Problem? Ja, wenn du deine Einstellung nicht richtig hast... Nein, dein Mikrofon ist, wenn du schreist. Bei mir hat sich nichts verändert. Bitte schieß nicht auf mich, wenn dein Setup 3000 Euro kostet und nichts kann. Ich glaube einfach, dass Teamspeak dich runterregelt, wenn du mal zu laut warst. Das kann sein. Ja, das müsstest du bitte abschalten. Nee, mach ich jetzt aber nicht. Ich höre dich nicht. Ja, ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Manchmal ist es auch gut, wenn wir einfach nicht miteinander reden. Hier ist es nicht sicher. Hörst du mich jetzt wieder? Du bist ein bisschen lauter als vorher, ja. Weil nichts verändert. Du hast Hallus. Nein, das Teamspeak regelt dich einfach runter, wenn du schreist und das braucht. Ja, da kann ich ja auch nichts für. Ja, da lag ich. Sind wir sicher? Ich glaube, wir sind hier sicher. Heul nicht rum. Hä? Nur weil der da tot ist. Junge! Echt leid. Action crazy. Ich weiß, das klingt jetzt. Der war doch eh nervig. Aber wir müssen hier weg. Gib mir einen Moment. Der war doch eh nervig. Hey, hör mal. Fliss ist. Wir waren in einem der Laderäume und. Ganz ruhig. Was war los? Das Wasser stieg zu schnell. Ich wollte sie rausholen, aber es ging nicht. Oh, oh Gott. Wie schrecklich. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Jetzt sind zwei tot. Dabei lief es so gut. Die arme Fliss. War das der Plan? Oder haben sie sich verkalkuliert? Und was ist mit Conrad? Er ging dahin ins Unbekannte, fürchte ich. Wie schade. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen. Mit einem Hinweis. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Viel Danke, Glück ja. damit. Dankeschön, Standinio. Vielen lieben Dank. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, dass... Er ist ein Zauberer. Du musst anfangen, Halluzinationen zu erkennen. Was ihre glücklosen Seelen von all dem halten und ich wie sie Problem damit, wenn alle unnötige Tragödien Hä? Verhindern? Wie du spielst... Na los, weitermachen. Du spielst nicht darauf, dass wir alle retten? Nein. Ich habe von Anfang gesagt, ich will, dass Conrad stirbt.
auf dem Schiff. Ich spüre es. Wofür bemühe ich mich überhaupt? Wie eine Art Kraft. Du warst gerade eine ziemlich alte, hässliche Lady und hast mir Angst gemacht. Ich war eine alte, hässliche Lady, okay? Jemand muss ihn gesehen haben, bevor... Ja, er rannte zum Schornstein und fiel. Nein. Jetzt beiß er ab. Du warst der Grund, dass er sprang. Julia, tut mir leid. Ist das dein Ernst? Ja. Tut mir so leid. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Vermutlich will dein Unterbewusstsein dir sagen, dass ich dich erdrücke oder so. Das war real, Alex. Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Es gibt was vor sich, Sherlock. Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe vorhin einen Brief gefunden. Da stand, die Wachen hatten Angst vor Geistern. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Kein Plan, Mann. Die Zeitung war von 1947. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Wir hätten es schon gesehen. Hier geht irgendwas Übernatürliches vor. Was verdammt Übernatürliches. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wir wissen mehr als vorher. Schlechte Gefühle. Etwas. Es wird echt Zeit für einen Plan, Leute. Einen guten Plan. Die Duke of Milan. Das ist im Moment wohl unser einziger Ausweg. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen.